Hier fehlt ein Hocker. Hallo, Freunde der leichten Unterhaltung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Basteln mit Bart. Wie ihr vielleicht an dem kleinen Trailer, Intro, wie auch immer gesehen habt, bauen wir heute einen Hocker. Diesen Hocker bauen wir aber in mehreren Abschnitten, will ich mal sagen. Also es wird auf jeden Fall ein Mehrteiler-Video, denn ich möchte euch möglichst viele Details nahe bringen und der Hocker wird auch einige Raffinessen haben. Heute fangen wir mal an mit der Planung und ich zeige euch mal den Holzzuschnitt und wie ich vor allen Dingen plane, oder wie man sozusagen aus seinem Rohholz, sag ich mal, aus der Bohle, das Beste für so ein Projekt rausholt. Viel Spaß! Ich habe euch hier mal eine kleine Zeichnung gemacht. Die ist natürlich nicht maßstabsgetreu, aber ihr seht, ich möchte also einen schlichten Hocker, das soll also ein sogenannter Barhocker werden, also etwas höher. Und ich habe hier mal aufgezeichnet, wie der aussehen soll. Der soll also recht simpel sein. Im Prinzip machen wir hier unter die Sitzfläche das gleiche Gerüst wie bei einer Tischzarge. Und hier unten die Beine sind einfach viereckig und hier unten nochmal mit so Querstreben verbunden. Und die beiden Querstreben sind in der Mitte wieder mit einer Mittelstrebe verbunden, sodass man dann hoffentlich auf diese Mittelstrebe recht gemütlich auch die Beine oder die Füße nachher abstellen kann. Die Sitzfläche wird 350 x 350 mm in etwa nachher sein. Die Beine sollen 700 mm lang werden, beziehungsweise sie werden wahrscheinlich doch etwas länger werden. Das stimmt hier noch nicht ganz, weil ich habe das an unserem Tresen in der Küche nochmal nachgemessen. Ich glaube 720, das messe ich nachher nochmal genau nach, ist hier das bessere Maß in der Gesamthöhe. Und dann sind die Beine nämlich 700 mm lang und die Sitzfläche etwa 20 mm dick. So. Zwischen den Beinen soll eben dann ein Abstand von 200 mm sein, plus Beinstärke etwa 50 mm, 50 mal 50 die Beine. Das heißt, dann würden 2,5 cm oder 25 mm würde das Ganze hier zurückspringen. Wir werden uns hier auch noch ein bisschen gestalterischen Freiraum lassen und nachher am fast fertigen Objekt, sage ich mal, da noch von den Maßen her ein bisschen optimieren. So, aus diesen Maßen ergeben sich die Teile, die hier drüben stehen, die wir brauchen. Ignoriert mal bitte, was hier oben drüber steht und auch, dass hier noch eine Null fehlt. So, jetzt wollen wir diesen Hocker aber noch mit einer kleinen Raffinesse versehen. Und zwar gibt es hier ein Novum bei Basteln mit Bart. Ich male jetzt auch. Und zwar die Finesse soll sein, dass die Beine 5 Grad in zwei Richtungen ausgestellt sein sollen. Das heißt, wenn wir hier nachher unsere Sitzfläche haben und die ist 2 cm, 20 mm in etwa in der Stärke, dann haben wir hier drunter die Querstrebe der Zarge. Und dann, ich übertreibe das jetzt in der Zeichnung, sollen die Beine ausgestellt werden. Das heißt, in etwa, wie gesagt, übertrieben, so nach außen gekippt werden. Jetzt sieht das Ganze sehr elefantös aus, aber das macht nichts. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Jetzt ist ja die Herausforderung, wir haben hier und hier und hier jeweils diesen Winkel von 5 Grad. Hier unten, wenn wir jetzt diese Seite nehmen, wird es ja auch noch eine Querstrebe zwischen diesen Beinen geben und das Ganze wird da in diese Richtung nochmal verstrebt. Das heißt, auch in diesen Ecken und in dieser Ecke ergeben sich auch wieder diese 5 Grad. Das macht das Ganze vermeintlich sehr kompliziert, ist es aber gar nicht. Und ich zeige euch auch gleich, warum das so ist, oder ich erkläre euch das. Was ich gerade eben schon erwähnt habe, man könnte jetzt denken, diese 5 Grad des Winkels sind sehr kompliziert. Ich brauche unfassbar präzise Maschinen, ich brauche eine sehr präzise Tischkreissäge, um wiederholgenau 5 Grad Schnitte zu machen. Und wenn ihr einfach loslegt und
jedes Bein einzeln fertigt und die Maschine immer wieder umstellt zwischendurch, dann braucht ihr das auch. Denn meine PTS 10 kann so leidlich wiederholt genau 5 Grad schneiden und die Skala vorne ist auch nicht so genau, als dass man da jedes Mal genau 5 Grad hinkriegen würde. Was ihr im Prinzip aber eigentlich nur braucht, ist so eine Winkelschmiege hier und ihr braucht ein Winkelmesser. Das muss nicht so ein Gerät hier sein, da tut es auch ein ganz normales Geodreieck. Ihr müsst es nur irgendwie hinkriegen, hier ungefähr, und ich sage bewusst ungefähr, 5 Grad einzustellen. Denn die sind jetzt hier schon eingestellt und das seht ihr hoffentlich, dass das so ein bisschen abgewinkelt ist. Ihr könnt im Prinzip auch ohne Winkel oder also Gradzahl arbeiten. Im Prinzip könnt ihr hingehen und könnt euch hier einen Winkel einstellen, der euch bequem oder hübsch oder wie auch immer erscheint. Denn das Wichtige ist, dass ihr dann diese kleine Flügelschraube hier einmal festzieht und sie für das ganze Projekt so lasst. Denn an jeder Stelle, wo ihr den Winkel dann braucht, nehmt ihr euch dieses Werkzeug und damit stellt ihr eure Maschinen ein, damit macht ihr eure Anrisse und alles, was ihr oder jede Kante, die ihr mit diesem Winkel versehen wollt, dann nutzt ihr dann einfach immer wieder dieses Winkelmaß. Und damit könnt ihr euch sicher sein, dass auch wenn das 4,8 oder 5,2 Grad sind, ihr immer den gleichen Winkel an eurem Werkstück anbringt. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt gehen wir rüber und schnappen uns mal die Holzreste, die ich da habe, und gucken mal, wie wir unsere Teile daraus geschnitten kriegen. Wir haben hier einiges an großen Reststücken vom Bau des Küchentresens. Das sind eigentlich gar keine Reststücke. Das sind eigentlich schöne Stücke, aus denen man jetzt diesen Hocker bauen kann. Wir werden aus diesem etwas kürzeren Stück hier, da werden wir die Sitzfläche bauen. Das ist noch relativ dick, 5 cm. Das werden wir auch nochmal, die Einzelteile werden wir da auch nochmal auftrennen, um die doppelte Menge Leimholz rauszukriegen. Ich habe hier schon ein Brett, das ist auch vom Tresenbau sozusagen übrig geblieben. Da habe ich was ausprobiert. Werden wir wahrscheinlich auch mit in die Sitzfläche einarbeiten. Und aus diesen beiden langen Teilen werden wir versuchen, die Beine rauszukriegen. Wobei man auch sagen muss, hier sind ganz schöne Fehlstellen drin. Also hier ist ein dicker Riss, der auch auf die andere Seite durchgeht. Da muss man irgendwie drum rumarbeiten. Also wenn es schlecht läuft, kriegen wir hier nur ein Bein raus. Und hier seht ihr, ist auch ein Riss. Und da ist der Kern des Holzes. Das müssen wir uns jetzt mal genau aus der Nähe angucken und überlegen, ob das überhaupt klappen kann. Aber ich bin da zuversichtlich. Wir müssen jetzt tatsächlich gucken, dass wir das Ganze hier möglichst Holz- und materialsparend rausgetrennt bekommen. Denn hier sind tatsächlich doch auch Stellen drin, wo ich mir nicht sicher bin, ob das so gut ist, wenn die in dem Bein von einem Sitzmöbel sind. Wie zum Beispiel hier so ein dicker Ast. Gut, bei dem Riss, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, der sollte da nicht unbedingt drin sein. Ich werde versuchen, also erstmal werde ich das ganze Stück hier auf 80 cm grob kürzen, damit ich noch genug Platz für Verschnitt habe. Und dann werde ich hier etwa 50 mm einen breiten Streifen raustrennen und dann mal gucken, ob ich aus dem Stück hier noch einen zweiten 50 mm breiten Streifen rausgetrennt bekomme oder ob es das dann hiermit schon gewesen ist und wir mit dem anderen Teil arbeiten müssen. Das Stückchen hier mit dem Riss werde ich aber trotzdem auf jeden Fall behalten, weil das sieht einfach sehr geil aus. Auch die Maserung hier um den Riss herum sieht sehr cool aus. Vielleicht mache ich da noch irgendwas anderes draus. Jetzt werden die beiden Stücke erstmal auf 80 cm grob abgelenkt und dann schneiden wir, wie gesagt, einen 5 cm breiten Streifen hier erstmal raus und gucken dann mal weiter. Kleines Zwischenfazit. Ich glaube, ich bekomme aus beiden dieser Teile zwei jeweils 5 cm oder 50 mm breite Streifen heraus. Von daher, das ist gut. Ich glaube aber auch, dass jeder gelernte Tischler mir das um die Ohren hauen würde, weil
doch dann eben hier so ein Ast in dem einen Hockerbein drin ist. Aber es ist letztendlich ja dann trotzdem ein individuelles, schönes Möbel und ich werde einfach dann vielleicht in ein paar Jahren mal berichten, ob man darauf trotz des Astes und der doch wilden Maserung in dem Hockerbein da vernünftig drauf sitzen kann. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich das Ganze beim Hobeln verhält. Das werden wir aber gleich erleben. Ein Tipp nochmal zum Thema Holzzuschnitt. Ihr seht, klar, man unterfüttert sich das Ganze mit so Reststücken, wo auch mal ein Schnitt reinkommen darf. Und wenn ihr hier nur noch so ein relativ schmales Stück habt und eure Führungsschiene da sonst nicht sicher drauf liegen würde, dann legt ihr einfach das, was ihr vorhin hier abgeschnitten habt, was ja die gleiche Materialstärke hat, das legt ihr euch dann einfach immer hier hinten dran. Denn dann könnt ihr hier vorne auch weiter, oder ihr könnt auch natürlich das Ganze noch weiter rausziehen, damit es richtig sicheren Stand hat. Und dann legt ihr euch das an eure Markierung und prüft mal, in welche Richtung euer Werkstück denn fallen würde. Ja. Vorführeffekt, das hier scheint mit den Unterleghölzern so plan zu sein, dass es nicht mehr kippelt. Aber sollte es kippeln, solltet ihr es immer so hinlegen, dass das, was ihr abschneidet, nach vorne wegfallen kann. Und nicht, dass das Ganze so zusammenknickt und dann das Sägeblatt einklemmt. Weiter geht's. Ja, neuer Tag, neues T-Shirt, so wie sie es gehört. Der grobe Zuschnitt ist erledigt. Hier liegt jetzt unser Material. Und ich zeige euch mal eben ganz kurz. Ich mache es mal so, ich habe diesen Plan, diese rudimentäre Stückliste, die hänge ich mir immer irgendwo hin. Und dann hake ich halt eben zwischendurch ab, was davon haben wir jetzt schon. Aus diesem Teil werden wir nämlich gleich an der Tischkreissäge die Querstreben schneiden. Und zwar schneiden wir die dann immer in so 3 cm breite Streifen, schneiden wir hier runter. Hier haben wir eigentlich auch eine ganz, ich denke, dafür ganz brauchbare Maserung. Hier sind dann fast stehende Jahresringe, das sollte sich dann eben also nicht verziehen. Hier, wie gesagt, aus einem Vorgängerprojekt schon 2 Bretter, von denen 2 Seiten schon abgerichtet sind. Die kann man super hier mit einbauen, weil es das gleiche Holz ist. Und in gleicher Manier, so wie die beiden hier mal irgendwie so aufeinander wahrscheinlich gelegen haben, werden wir dieses Teil hier gleich an der Bandsäge auftrennen und haben dann eben 4 Bretter, die wir nachher zur Sitzfläche verleimen. Und wir haben hier 4 Beine für diesen Hocker. So, jetzt geht es also erstmal an die Tischkreissäge und dort schneiden wir, wie gesagt, aus diesem Stück 3 cm breite Streifen ab, woraus wir dann die Verstrebungen machen werden. So, warum glaube ich jetzt, dass das sicher ist, das an der Kreissäge zu machen, an der Tischkreissäge zu machen, und warum mache ich das? Diese schmalen Schnitte hier, immer 3 cm, das ist mit der Handkreissäge bei so einem kurzen Stück und so einer langen Führungsschiene manchmal ganz schön kippelig und ja, es ist jetzt nicht unsicher, aber ich fühle mich einfach besser dabei, das an der Tischkreissäge zu machen. Wichtig dabei ist, ihr müsst euren Zusatzanschlag benutzen. Denn das ist Massivholz, dickes Massivholz, und da können ganz schön Spannungen drin sein. Und was auf gar keinen Fall passieren soll, ist, dass die Spannungen hier im hinteren Teil am Sägeblatt frei werden. Denn hier hinten kommt das Sägeblatt ja wieder nach oben. Und was ihr auf jeden Fall vermeiden wollt, ist, dass der Spalt, der hier entsteht, wenn hier hinten die Spannung frei werden, dass der Spalt dann zugeht hier hinten und das aufsteigende Sägeblatt einklemmt, und dann entsteht nämlich der sogenannte Kickback, und der ist unfassbar gefährlich. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr die Spanhaube hier oben drauf montiert. Hat der gute Heiko letztens auch nochmal erwähnt. Und ich habe sie jetzt auch wieder montiert und benutze sie jetzt immer. Es wurde mir da nochmal schön ins Gedächtnis gerufen. Dann ist es wichtig, dass ihr den Parallelanschlag hier vorne sozusagen verbreitert. Das könnt ihr auch noch so weit nach vorne schieben, dass da, wo die Zähne eintauchen ins Material, noch der Anschlag ist. Aber hier hinten, wo eben die Spannungen ja diesen gefährlichen Kickback auslösen können, hier hinten im hinteren Bereich, da darf kein Parallelanschlag mehr sein, weil sonst wird zwischen Sägeblatt und Parallelanschlag wird dann eingeklemmt. So, dann stellt ihr euch hier eure 3 cm ein, und wir benutzen natürlich ein grobes
Sägeblatt. Das ist eigentlich eine ganz, habe ich mir so gemerkt, ganz einfache Regel. Grober Zuschnitt, nicht auf den Millimeter genau, grobes Sägeblatt nehmen. Gerade auch für Längsschnitte, längster Faser, möglichst wenig Zähne, das meine ich mit grob. Gilt auch für die Handkreissäge. So, und jetzt geht das los. So, wir haben hier jetzt eine ganze Menge Holz liegen. 7 Teile für Querstreben, alle ungefähr 3 cm, also 30 mm stark. Wir haben hier die Leimholzteile für die Sitzfläche. Ihr habt es gerade schon gesehen, ich habe es nochmal extra erklärt. Ich habe an der Bandsäge, dieses Teil war es, aufgetrennt. Meine Bandsäge hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, deswegen ist das Sägebild, oder beziehungsweise ich schiebe es einfach mal da drauf, ist das Sägebild hier nicht mehr so ganz ideal, aber ich bin damit ganz zufrieden und man kann das dann nachher gut hobeln. In den Kommentaren von irgendeinem Video, wo ich das schon mal gezeigt habe, war die Frage, warum ich das nicht mit einem Parallelanschlag mache oder mit so einem, es gibt auch so eine Druckfederbastelei, die Frank von Frank Schatz Woodwork da mal gezeigt hat. Das kann man alles machen, aber ich kriege meine Bandsäge einfach eben nicht so eingestellt, dass sie nicht verläuft. Ich nehme schon immer, ich mache wirklich ganz vorsichtigen Vorschub und ich habe mittlerweile einfach gute Erfahrungen damit, mir die Mitte anzuzeichnen und dann sozusagen Freihand ohne Anschlag das darüber zu schieben. Das ist mittlerweile bei mir ein gerader Schnitt. Dann wird das Sägebild hier von der Bandsäge dann eben beim Hobeln verschwindet das sowieso und dann bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Sitzfläche und das wären die Beine. Und das soll es auch für diese Folge Basteln mit Bart schon gewesen sein. Wie gesagt, das wird ein Mehrteiler und ich möchte euch die Details alle zeigen. Heute hatten wir quasi den Holzgrobzuschnitt. Beim nächsten Mal machen wir uns als Aushobeln. Ich erkläre euch dann genau, wie man die Sachen also abrichtet an der Hobelmaschine. Und ich hoffe, ihr hattet heute schon Spaß dabei und freut euch auf das nächste Mal. Bis dann.